So, heute zeige ich euch, wie man einen wunderschönen Nachtisch machen kann, der nicht nur für den Gaumen gut, sondern auch fürs Auge gut ist. Wie ihr seht, haben wir heute eine Mango hier. Die Mango hat ein großes Merkmal, das nämlich innen drin länglich der Kern ist. Das heißt, wir können nur rechts und links von diesem Kern schneiden. Das mache ich jetzt auch. Nehmen wir hier. Also ihr merkt auch, wenn eine Mango reif ist, wenn sie ganz weich zu schneiden ist. Geht ein bisschen schwer, aber es geht. So. Und das gleiche machen wir von der anderen Seite. Hier die nicht so schönen Stellen weg. Müsst ihr aber nicht, könnt ihr dran lassen. So, als nächstes nehmt ihr das Messer mit der Spitze und schneidet bis zur Schale runter. Aber nicht ganz durch. Einfach nur längliche Streifen rein. So. Und das Ganze dann in die andere Richtung. So, dass ihr so schöne, kleine, mundgerechte Häppchen habt. Zum Schluss nehmt ihr das und klappt es von innen nach außen. Dabei vorsichtig sein, dass ihr es nicht brecht. Das gleiche machen wir mit der anderen Hälfte auch noch. So. Riesenvorteil ist, wenn ihr ein scharfes Messer habt. Und haben wir es von innen nach außen geklappt. So. Richtig schön aus. Und kann dann mit dem Löffel ausgelöffelt werden. Als nächstes nehmt ihr dann den Teller. Und könnt es dann sehr schön da drauflegen. Bei dem hier könnt ihr nämlich noch das machen. Ihr könnt hier den Rahmen wegschneiden. Man kann probieren, hier auch noch das Fruchtfleisch wegzuschneiden. Da ist nämlich noch ziemlich viel dran. Und das kann man entweder weiter zur Deko nehmen oder selber essen, wie man Lust hat. Okay? Ich danke euch.